Hallo! Servus, liebe YouTube-Gemeinde! Wir sind wieder im Geheimprojekt Tatort Tischlerstube. Heute ist es so extrem geheim, der Erich wollte erst gar nicht filmen. Ihn musste ich mit einer Leberkässemmel und einem Cola bestechen, dass er filmt, weil der Erich gesagt hat, das ist diesmal so geheim, das geht ihm sogar zu weit. Oder geht es ihm zu weit? Nein, ihm geht es zu weit. Schau her, Erich, jetzt mit dieser Bandkurbel für die Bohrmaschine drehen wir das Band hinein. Wichtig ist es, zentral zu sein. Wenn ich hier nicht zentral bin, dann eiert das so herum. Wenn ich genau in einer Linie bin, wenn man verrutscht, dann wird das nichts. Und wenn man genau hier bleibt, wird das ganz schnell. Wenn man sowas nicht hat, dann gibt es eine normale Handkurbel. Man muss darauf achten, dass man sie ziemlich gleich hineindreht. Und das Loch muss natürlich nach unten schauen, weil man die Türe ja so einhängt. Dieses Band drehe ich auch noch einmal hinein. Ja, das könnte schon knapp werden. So, und jetzt kommt das Extremste. Ich habe hier Schrauben reingedreht, oben und unten. Weil da kann ich beide Seiten gleichzeitig streichen. Und das erspart natürlich sehr viel Zeit. Jetzt ist die Tür trocken, sie wurde nur mit Leinöl gestrichen. Jetzt kann ich diese Schrauben natürlich wieder herausdrehen. Oder Gary, was sagst du? Ja, ich glaube, das schaffst du. Das ist aber kein Ausreiber. Ich weiß, Gary. Ja, das ist. Ich bin auch aufgeregt. Ja. Das ist auch nicht alltäglich, dass ich bei einem Geheimprojekt gefilmt werde, oder? Ach so, ja. Ich bin total aufgeregt, nervös. Bevor wir die Tür einhängen, müssen wir aber noch die Bänder in den Stock hinein und die Dichtung. Ehrlich, geh mir unauffällig nach. Hier bei diesen Dichtungen, aber diesen Bändern ist es so, die steckt man hier hinein, lässt sie ungefähr 3-4 mm nach außen schauen. Wenn was nicht passt, kann man es ja nachstellen. Und jetzt ziehe ich das hier an. Mit einem Imbus? Mit einem Imbus, ja. Welche Größe? Ich würde sagen, das ist ein 5er oder 4er. Ich weiß, ich habe keine Brille auf. Ich okay, ich würde sagen ein 4er, 5er. Irgendwo. Ich könnte es nachmessen. Willst du es genau wissen? Nein. Ja, du kannst mich auch filmen. Ach so. Entschuldige. Ehrlich ist da in der Kameraausbildung im ersten Lehrjahr, es gibt 94 Lehrjahre. So. Entschuldigung, ehrlich. Passt schon. Ich hänge die Tür jetzt ein. Schaffst du das alleine? Ich mach das alleine. Vielleicht, wenn du siehst, dass ich komplett überfordert bin, dass du ein wenig hin. Da können wir ja die Kamera tauschen. Achso, und du machst das alleine quasi. Nein, ich glaube, ich schaffe das. So, wenn der Raum zu klein ist, kann man es so nicht aufnehmen. Da muss man es etwas schräg. Das ist die Spezialtüraufstell-Schrägtechnik. Die wurde entwickelt in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. So, jetzt schaue ich auf das obere Band. Wenn ein zweiter ist, kann ich auf das untere Band schauen. So. Puh, das geht sich genau aus mit der Lampe. Und jetzt habe ich vorher gerichtet. Aber noch hinein. Man kann die Dichtung auf Gärung schneiden. Hier ist das obere durchlaufend, weil es sich nicht anders ausgeht. Die Dichtungen waren mit und das ist durchgehend. Wenn das durchgehend ist, muss ich ja hinten diese Gumminippe, die da hineingeht, in die Nut wegschneiden, sonst geht es ja nicht hinein. Also ich schneide das jetzt einmal mit die Länge ab. Ja, noch ein wenig. Ja, das ist gut, wenn ich mir hinten eine Platte hinhalte. Sonst schneide ich mir die Fingerspitzen ab. Und vor allem kann man auch viel gerader schneiden. Boah, das wird jetzt nichts mehr, ehrlich. Und das Ding, wenn es so scharf ist, ist ja, natürlich auch ganz was anderes. Gut schneiden ist es natürlich ja. Viel besser. So, jetzt ist das genauso abgeschnitten. Jetzt muss ich aber hinten diese Gumminippe wegschneiden, weil das ja nicht hinein kann.
Ja, das schneidet wirklich gar nichts mehr, ehrlich. Ne, schneidet nichts mehr, aber es ist egal. Du hast ein besseres. Bin ich gespannt. Ich meine, es ist jetzt so schwer in den Sack gegangen, ehrlich. Vielleicht gibt es Hosen, wo das besser geht. So was würde ich mir gerne kaufen. Ja. Okay, ich muss das Teil wieder nehmen. Irgendwie funktioniert das jetzt nicht. Das Schwerste beim Türstock einstellen ist quasi bei der Dichtung hinten das wegzuschneiden. Also deine schneidet auch überhaupt nicht. Ich weiß, ich muss die Klinge umdrehen. Also, war nur ein Scherz. Das Teil ist gut. So, und jetzt geht das hier hinein. Das hat jetzt sehr lange gedauert. Und die nächste Dichtung ist die Dichtung, die nach unten geht. Wichtig ist, die Dichtung nicht so mit Gewalt reindrücken, dann passt es und morgen ist die 5 mm Luft, weil man sie zu sehr gespannt hat. Also eher so hineindrücken, nicht so. Ja, oder eher ein bisschen hinauf, dass man sie zusammendrückt, ja, weil das Plastik schrumpft. Hier ist ein Ast, hier war. So. Jetzt ist die Dichtung drinnen und jetzt mache ich die Türe zu. Kann hier kontrollieren. Liegt überall perfekt auf. Wenn es nicht perfekt aufliegen würde, könnte ich dieses Band jetzt ein wenig herausdrehen. Imbus lockern, Band heraus. Dann würde es passen hier. Und hier kann ich noch schauen, hier sehe ich, vielleicht dass du hier her schaust, Erich, hier sieht man, dass oben Luft ist, ja, das ziemlich ist wenig, und unten ist es ein wenig mehr. Das heißt, das obere Band sollte ich einmal hineindrehen, dazu hole ich mir die Kurbel. Ja, ich baue mir das Schloss auch noch ein, oder machen wir das im Drückerteil? Ich glaube, das machen wir beim Drücker. Drückerteil. So. Jetzt kommt das Türblatt heraus, weil hier wenig Luft war. Jetzt drehe ich das obere Band eine Umdrehung hinein. So. Die Kurbel habe ich mir in der Zwischenzeit in die Hosentasche gesteckt. Das ist eine Spezialtechnik, die wurde entwickelt, vielleicht dass du mich filmst, nicht die Hose. Achso. Die wurde entwickelt in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die Kurbelhosensteck-Technik. Und jetzt kann man sehen, dass die Luft bis nach unten. Das sieht man nicht mit der Kamera. Dass die Luft bis nach unten gleichmäßig ist. Wir werden uns jetzt aber verabschieden, Erich und ich. Ich werde den Erich filmen, damit der auch Tschüss sagen kann. Tschüss. Das war's schon, Manuel. Ich habe mir gedacht, der Erich erzählt noch eine Geschichte aus seinem Leben. Der Erich hat ein total spannendes Leben. Er hat gestern sehr viel erlebt. So, wir sagen danke, tschüss, Baba. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, drückt Daumen rauf, falls es euch nicht gefallen hat. Tschüss!